Es ist Dienstagabend und pünktlich legen wir wieder den Finger an den Puls der Zeit. Hier ist Megional, die täglich aktuelle Nachrichtensendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir schreiben den 5. Januar 2021. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Speziell zur Weihnachtszeit wird traditionell die Verbundenheit zum Bergbau in alten Zeiten zelebriert. Doch aktuell ist schon wieder mehr unter Tage los, als mancher vermuten mag. 220 aktive Bergbauunternehmen heben Bodenschätze im Freistaat. Vor über 30 Jahren brach mit der friedlichen Revolution der Bergbau im Freistaat Sachsen massiv ein. Bis zu diesem Zeitpunkt war die DDR mit über 300 Millionen abgebauten Tonnen Braunkohle der weltgrößte Produzent von Rohbraunkohle. Beim Abbau von Uran lag die DDR weltweit auf dem dritten Platz. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Steinkohle-, Erz- und Spatbergbau bereits weitgehend eingestellt worden. Er war nicht mehr rentabel. Das Bergbauland Sachsen, wo im Jahr 1168 mit dem ersten Silberfund in Freiberg das erste Berggeschrei begann, schien Geschichte. Heute ist Sachsen wieder Bergbauland. Sachsen bietet abgesehen von Erdöl und Gas eigentlich alles an Bodenschätzen, was weltweit gefragt ist, so Martin Dulich, Wirtschaftsminister und Sachsens oberster Bergmann. Vor allem das Erzgebirge ist von der Dichte und seiner Vielfalt der Lagerstätten einmalig in Europa. Neue, umweltfreundliche Technologien lassen uns nun Lagerstätten erkunden und abbauen, welche bislang unerreichbar schienen. Nach über 850 Jahren Bergbau im Erzgebirge haben wir, bildlich gesprochen, gerade erst einmal an der Oberfläche gekratzt, sagte Dulich. Seit 2006 geht es mit dem Bergbau im Freistaat wieder steil aufwärts. Ein regelrechtes Berggeschrei setzte erneut ein, da sich die Preise für Metall auf dem Weltmarkt nach oben bewegten. Seitdem gibt es fortlaufend zwischen 10 bis 20 aktive Erkundungsprojekte pro Jahr. Aktuell sind es 16 Erlaubnisse zur Aufsuchung von Rohstofflagerstätten. 4 Bewilligungen zum Abbau von Rohstoffen wurden erteilt. In Zinnwald soll Lithium abgebaut werden. Dort befindet sich auf dem sächsischen und böhmischen Gebiet die größte zusammenhängende Lithium-Lagerstätte in Europa. In Pöhla und im Feld Rittersgrün wurden jeweils Bewilligungen für den Abbau von Zinn, Wolfram und Indium erteilt. In der Region Weißwasser besteht die Bewilligung für den Bergbau auf Kupfer und andere Erze. In Niederschlag wird bereits Flussspat in einem verliehenen Bergwerkseigentum gewonnen. Sie sehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, es besteht die Möglichkeit, viel zu tun und zu arbeiten und was für die Altersvorsorge einzufahren. Ja, und da sind wir auch schon beim Thema Grundrente und Rente. Fabienne Kröer ist hier mit den Neuerungen im Jahr 2021. Am 1. Januar 2021 stieg die Beitragsbemessungsgrenze bei der gesetzlichen Rentenversicherung. In den neuen Bundesländern stieg sie von monatlich 6.450 auf 6.700 Euro und in den alten Bundesländern von monatlich 6.900 auf 7.100 Euro. Die Grenze verschiebt sich also jeweils um einige hundert Euro nach oben. Für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung liegt die neue Beitragsbemessungsgrenze bundeseinheitlich monatlich bei 4.837,50 Euro. Eine Rentenerhöhung wird es im Westen aufgrund der sinkenden Durchschnittslöhne wegen der Corona-Krise nicht geben. Der Rentenwert im Osten hingegen wird sich aufgrund der sogenannten Ausgleichungstreppe um 0,7% erhöhen. Außerdem soll in diesem Jahr die Grundrente für Geringverdiener eingeführt werden. Rentner mit geringen Einkommen sollen durch diese künftig unterstützt werden. Wer mindestens 35 Jahre an den sogenannten Grundrentenzeiten aufweist, aber dennoch nur eine kleine Rente bezieht und auch keinen Partner mit ausreichend Einkommen hat, bekommt künftig den Grundrentenzuschlag in voller Höhe. Die Grundrente startet aber auch in einem sogenannten Übergangsbereich bereits dann, wenn 33 Beitragsjahre aus Beschäftigung, Kindererziehung und Pflege nachgewiesen werden. Diese Personen haben dann den Anspruch auf einen verminderten Grundrentenzuschlag. Zum Start werden rund 1,3 Millionen Rentner im Schnitt 75 bis 80 Euro mehr bekommen, automatisch und ohne Antrag, weil die Rentenversicherung den Anspruch prüft und auszahlt.
Offiziell startete die Grundrente am 1. Januar 2021. Jedoch wird sich die Auszahlung aufgrund des enormen Verwaltungsaufwandes bis Mitte des Jahres verzögern und dann rückwirkend erfolgen. Ja, und morgen gibt es dann eine weitere Folge mit den Neuerungen 2021. Dann geht es um Mindestlohn und Hartz IV. Nun aber zurück im Hier und Jetzt. Wie sieht es denn aktuell mit Ihren guten Vorsätzen für das neue Jahr aus? Bei den meisten stehen mehr Sport und weniger Essen ganz hoch im Kurs. Doch beim Anbetracht dessen, was Sebastian Eberlein in seiner Gebirgsküche zusammengezaubert hat, kann man da schon mal schwach werden. Wobei, hier geht es in erster Linie um Genuss. Guten Appetit. Willkommen in der Gebirgsküche. Hinter mir, da brodelt's schon, weil heute habe ich gedacht, heute machen wir mal Rouladen im Dutchofen. Testversuch. Das erste Mal, mal gucken, ob es gelingt. Viel Spaß. Wir benötigen 6 Rinderrouladen aus der Oberschale, 6 Scheiben Speck, 2 Zwiebeln, welche geviertelt werden, Pfeffer, Salz und Senf. Jetzt kann es ans Einrollen gehen. Fast vergessen, kleine Gewürzgurken kommen auch noch mit rein. Mit einer Rouladennadel oder mit Küchengarn fixiert ihr die Rouladen. Zusammen mit Butterschmalz geht es nun an den Dutchofen. Als erstes lassen wir den Schmalz aus. Wenn dies geschehen ist, können die Rouladen darin Platz nehmen. Als Hitzequelle zum Anbraten der Rouladen nutze ich den Gasgrill. Ihr könnt natürlich auch die Grillpellets verwenden. Bratet die Rouladen ordentlich von beiden Seiten an. Ist auch dies geschehen, wird mit Wasser abgelöscht. Die Wassermenge richtet sich nach der Größe eures Topfs. Die Rouladen sollten ca. bis zur Hälfte bedeckt im Wasser liegen. Übrigens, das Ganze wiederholen wir später noch einmal. Während die Rouladen offen köcheln, bereite ich die Kohlen im Anzündkamin vor. Insgesamt 22 Stück benötige ich für meinen 12 Zoll Dutchofen. 7 Kohlen kommen unter den Topf und 15 obendrauf. Bei einer Garzeit von 2 bis 2,5 Stunden solltet ihr den Wasserstand im Auge behalten. Was so viel heißt wie schaut während des Dutchens ruhig noch einmal in den Topf. Sollten die Rouladen nicht mehr bis zur Hälfte mit Wasser bedeckt sein, füllt einfach noch ein bisschen Wasser nach. Kohlen sind jetzt fast durch. Ich habe noch mal 4-5 nachgelegt und nach ca. 2 bis 2,5 Stunden schauen wir mal, wie das Ganze geworden ist. Das kann sich doch sehen lassen bzw. schmecken. Dazu gibt es in meinem Fall selbstgemachtes Rotkraut und Kartoffeln. Na dann, viel Spaß beim Selbermachen. Bibi, guck mal zu mir. Bibi. So lecker. Erstmal Bier trinken. Und frisch gestärkt geht es nun rein in unseren Serviceblock mit dem Regionalwetter. Doch vorher werfen wir einen Blick in die Polizeiberichte. Marienberg, Schwalbe ausgeflogen. In der äußeren Wolkensteiner Straße haben Unbekannte zwischen dem 20. Dezember, 14 Uhr, und dem 3. Januar, 12 Uhr, eine Garage aufgebrochen und ein Kleinkraftrad KR51 gestohlen.
Die gelbe Schwalbe wurde mit einem Wert von ca. 2000 Euro beziffert. Der an der Garage entstandene Sachschaden ist vergleichsweise gering. Dichtes Schneetreiben und Nebelsuppe, soweit das Auge reichte, gab es heute und das waren in den Höhenlagen zum Teil nicht mal 50 Meter. In Verbindung von hoher Luftfeuchtigkeit und frostigen Temperaturen verpasste die Natur den Bäumen eine dicke Reif- und Schneeschicht, wie diese Bilder aus Kirchbach bei Oederan zeigen. Vielen Dank für diese Einsendungen. Ja, auch in den kommenden Abend- und Nachtstunden bleibt es weiter grau und trüb und immer wieder mischen sich Schneefälle unters Wettergeschehen. Das Niederschlagsrisiko liegt bei 90%. Demnach heißt es morgen früh wieder Gehweg und Autos vom Schnee befreien. Der abnehmende Mond und die Sterne sind logischerweise da nicht zu sehen. Und generell ist das Drinnenbleiben viel gemütlicher, denn die Außentemperaturen sind recht kalt. In Olbernhau-Grüntal an der Seigerhütte zeigt das Thermometer zwischen minus 2 und minus 1 Grad an. In Marienberg-Dörfel wird es mit minus 3 bis minus 1 Grad noch einen Ticken kälter und die Chopauer können in der MZ-Stadt minus 2 bis 0 Grad für sich verbuchen. Der Wind weht schwach mit um die 4 Kilometer pro Stunde und das tut er aus Westen. Morgen am Mittwoch ist der Vormittag bedeckt und es wird vorerst nur leichte Schneefälle geben, aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%. Dann ab Mittag wird der Schneefall intensiver, sodass insgesamt bis 5 cm Neuschnee dazukommen. Apropos insgesamt, die Sonne hat am Ende des Tages eine Null auf der Abrechnung. Ein weiterer Fehltag steht zu Buche. Ja, und zu Buche stehen auch diese Temperaturen hier. In Deutschneudorf, oben an der Grenze zu Böhmen, sind das minus 3 bis minus 1 Grad. In Pobershau am Katzenstein kommt das Quecksilber nicht über minus 3 bis 0 Grad hinaus. Und in Amtsberg, dem Tor zum Erzgebirge, wird es mit minus 2 bis 0 Grad ebenfalls recht frisch. Der Wind weht über den Tag leicht mit um die 14 Kilometer pro Stunde aus Westen und bringt noch mehr Wolken mit. Ja, und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was da noch kommt. Und das ist natürlich der Donnerstag. Da erwarten wir auch weiter einen bedeckten Himmel, ganz ohne die Mitwirkung der Sonne. Dafür gibt es weitere Schneefälle bis in die tieferen Regionen. Das Quecksilber kommt nicht über minus 3 bis minus 1 Grad hinaus. Der Wind bläst dann stark böig aus Westen. Der Freitag sieht ganz ähnlich aus. Der Himmel ist bedeckt und die Sonne gönnt sich weiter eine Auszeit. Dafür schneit es aber weiter. Mit minus 4 bis minus 1 Grad wird es noch etwas kälter und der Wind weht dann wieder leicht aus Westen. Wie das dann in dieser Woche so weitergeht, beziehungsweise den ersten vorsichtigen Blick aufs anstehende Wochenende, werfen wir dann morgen hier an dieser Stelle. Das war's nämlich erstmal für heute. Hier vom Regionalwetter. Das war's dann auch schon vom Dienstagsmegional und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Mittwoch für Sie hier zur Stelle und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt's noch im Internet unter www.mef-line.de und glückauf.tv. Ja, und damit wünsche ich Ihnen noch einen behaglichen Abend und eine geruhsame Nacht bis morgen. Ach ja, wie gestern, eine Bitte hätte ich an dieser Stelle noch. Senden Sie uns Fotos von Schneemännern, Schneefrauen und Schneedivers. Zeigen Sie einfach, wie kreativ Sie sein können. Die Kontaktdaten sehen Sie hier nochmal eingeblendet. So, recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.